Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Gitte. Wir sind gerade aus der Räuberschlucht raus und wollen jetzt den Schatz bergen. Von diesem Bandenanführer. Der soll auf einer Insel sein mit einem hohlen Baum. Stamm oder Baum oder wie auch immer. Und da ist er ja schon. Hat er uns doch nett geschrieben. Naja, wie auch immer, so schlecht ist es gar nicht. Die Zone kannst du ja lernen. Gut, dann können wir ja noch gucken, was unter dem Wasserfall ist. Ja. Immer nachgucken. Manchmal gibt's ganz interessante. Manchmal gibt es da Falmerhöhlen, genau. Ja. Aber ich glaube nicht, dass es hier was gibt. Sieht das nicht danach aus. Nee. Sieht nicht danach aus. Gut, dann solltest du mal ein trockenes Plätzchen suchen, damit wir wieder springen können. Oh, arme Lüdi, guck mal da. Sie glückt durchs Wasser. Mm. So. Verschieden ist alles, ja. Eisenspur. Mhm. Eisenspur ist im Mord. Oh, komm, bitte kein Drache mehr. Bitte nicht. Wir gehen schon auf den Zahnfleisch, wenn er schon wieder so Dinger mitnehmen muss. Und am Anfang nehmen wir sie eigentlich immer mit. Und irgendwann haben wir dann natürlich genug dann und sagen, pff. Aber, naja. Aber wenn man Drachenpfeile machen will. Oh, das Wetter ist ja schon. Oh, vielleicht sollten wir hier mal die Waffen wegstecken. Ja. Oh, also wo ist gerade reingekommen. Ja. Zur Kneipe gekommen. Manchmal verlaufe ich mich. Ich weiß nicht, wohin ich gehe. Aber ich bin nicht hier. Nein, bist du nicht. Wissen wir doch. Hallo. Wenn ihr etwas mit dem Jarl zu besprechen habt, ich versuche nach Möglichkeit zu verhindern, dass Igrots Zeit verschwendet wird. Ja, ist klar. Ausgezeichnet. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Hier ist eure Belohnung. Okay. Dank dir. Gut, dann gehen wir mal wieder. Jetzt werden wir mal... Das habt ihr also gesehen, was? Die Lage in Moortal ist in letzter Zeit angespannt. Die Leute sind unsicher, rastlos. Sie hängen fast mit religiösem Eifer an den Lippen des Jarl. Ja, ist gut. Hat man schon mal. Ja. Mhm. Tschüss. Mhm. Zu viele nerven meine Frau mit ihren Problemchen und verstehen dann ihren Rat nicht einmal. Ich wollte hier raus... Okay, so jetzt, wie spät haben wir es denn eigentlich? Abends. Ist abends. Na, gehen wir mal nach Falkenring. Ich wollte irgendwie Holz kaufen. Nicht viel. Nur so, für 400 Euro wollte ich schon sagen. Aber es sind wohl eher Goldmünzen, die sie da haben. Gut, wir gehen nach, da. Ich sehe den ganz gut. Weil ich nämlich dachte, wir könnten da mal das Tierwege machen, damit wir hier auch selbst Leder Lederstreifen herstellen können und Leder. Und die Schmelzhütte. Und ich glaube, fürs Tierwege brauchen wir Holz. Ja, da sind sie noch nicht auf, die beiden Brüder. Da müssen wir ein bisschen warten. Immer aber schön den Himmel im Auge behalten. Wir können auch gleich verkaufen hier noch ein bisschen, was wir da ja. Zwei Stunden. Oh, schönes Wetter. Kommt jetzt gerade wieder rein oder sind sie schon da? Ach, diese beiden unhöflichen Brüder. Hier findet eigentlich jeder etwas. Sagt Bescheid, wenn ihr irgendwie. Ey, wo ist denn dein Bruder? Das ist doch immer sonst die
Da ist er ja, hallo. Kaum zu fassen. Ja, jetzt sei ruhig, wir wollen Geschäfte machen mit dir. Am Bauen, wie? Ja. Wir können es euch überall hinliefern. Das ist gut. 20 und nochmal 20. Ich lasse euch die Sachen gleich bringen. Und nochmal 20. Fleißig am Bauen, wie? Ja. Wir können es euch überall hinliefern. Gut, danke. Ich lasse euch die Sachen gleich bringen. Vielen Dank. Also wenn man mehrere Häuser hat, dann liefern die es trotzdem, also hast du es bei jedem Haus zur Verfügung im Grunde genommen. Das heißt immer natürlich, wenn man einen Haus hat, braucht. Noch ein Tag auf diesem Seid gegrüßt. Für manche ist es auch genauso wenig. Für mich sind es Schätze. Okay, okay. Dabei könnten wir kämpfen und Nordgebiete zurückerobern. Ja, mach doch uns aus. Mach, was du willst. Wir halten dich nicht davon ab. Ja, hat nur eins. Mehr brauchen wir jetzt noch nicht. Wolf. Das behalten wir. Ich glaube, es behalten. Jetzt müssen wir mal gucken, ja, was wir zaubern müssen. Ja. Das werden wir auch mal mit zu meinen Zauberer nehmen. Musst du ja auch, das musst du auch. Kannst du verkaufen. Na, Magiker-Regeneration haben wir, glaube ich, aber lassen wir es erstmal. Aber wir gucken erstmal alles, was magisch ist. Ja, naja, zwei kannst du auf jeden Fall verkaufen, also würde ich sagen. Gut, die haben wir ja, auf haben jeden wir. Fall. Wir haben schon welche gezaubert. Behalten wir. Weg. Wir haben schon eins. Und davon haben wir 9 Stück. Das gibt's doch. Und ich aber nicht viel. So. Schriftrollen haben wir ja auch. Das kann er nicht mehr. Oh ja, das geht. Na die. Sowieso. Ja, mit 14. Mit schwierig. Ach, wir haben noch 3. Hätten wir mal zuerst verkaufen sollen, bevor wir zum Schmied gehen. Ja. Aber wir haben noch was. Unsere Freundin trägt doch noch Sachen für den Schmied. Ja. Wenn ihr etwas aus meinem Laden stehlt... Wir stehlen ja, nicht, du... Hühnchen. Kann ich euch etwas bringen? Nein, du kannst uns nichts bringen. Du schon gar nicht. Kannst du erstmal mit... erstmal von ihr geben... Ja. Ich gebe euch Deckung. Gut, erstmal gib uns mal unsere Sachen. Vielen herzlichen Dank. Ich stehe zu eurer Verfügung. Ja, das ist lieb. Und die Drachenknochen wollen wir nicht verkaufen. So. Naja, er hat einen besseren. Ja, sie hat den verbessert. Okay. Dann mal los. Ja, dann mal los. Hallo Lot. Stahl ist gut. Die besten Waffen und Rüstungen. Bei dir müssen wir ja noch einbrechen, so ein Mist aber auch. Ja. Das können wir gleich anschließend machen. Wie anschließend? Kannst du schon so gut schleichen? Wir versuchen es. Dann verkaufen wir jetzt erstmal. Weil wir müssen jetzt doch kein Tarne werden, weil
Wir haben ja noch kein Haus für unsere... unseren Huskarl, unseren zukünftigen. Das war's. Oh. Er hat noch viel zu viel Geld, aber wir haben nichts mehr. Nichts, was wir noch verkaufen könnten. Ja, das war nicht clever im Laden. Na gut, wir lernen. Ich weiß eigentlich wissen, was er... Besucht mich in meiner Schmiede, wenn ihr Waffen oder eine Rüstung benötigt. Mhm. Ja. Wir waren gerade äußerst ungeschickt. Hallo, Ziege, ungefähr so ungeschickt wie du. Nein, du bist geschickter. Also ich würde sagen, da warten wir nochmal, da das Einbrechen wird nicht machen. Wir wollen ja doch gar keine Tarne werden. Wir brauchen nur noch den Auftrag zu machen. Also was. Ja, machen wir schon. Das ist auch nicht so unwichtig. Gut. Wir brauchen eine Tarne eigentlich erst, wenn wenn wir Lüdie zum Fug gemacht haben und wir haben das große Haupthaus. Und dann können wir nämlich Lüdie zum Fug machen. Das werden wir auch tun. Aber erstmal brauchen wir Lüdie auch nicht. Erstmal brauchen wir Lüdie wirklich nicht. Und erstmal machen wir auch nichts großartig am Haus, weil wir das Geld brauchen. Lebensnotwendig. Genau. Aber wir machen das... Wir machen die Schmelzhütte und das Tiergehege. Das Tiergehege machen wir deswegen, weil wir nämlich dann auch so ein Hotel bekommen, wo wir dann... genau. Wo wir dann Leder machen können, Lederstreifen. Ich weiß gar nicht, wie nennt sich das überhaupt. Dann können wir auch gleich Pflanzen wieder mitnehmen. Sieht so aus, als ob wieder welche da wären. Oh. Haben wir das Tiergehege. Ja. Und dahinter haben wir jetzt genau dieses Gerbgestell. Wir können ja auch eigentlich gleich gerben, wenn wir wollen. Wir brauchen uns das nur gerben. Reduziertes Gewicht. Über unsere Blümchen im Garten. Wolltest du nicht erst die Schmelzhütte machen? Mal gucken, was brauchen wir denn für eine Schmelzhütte? Na, dann müssen wir vielleicht ein bisschen Lehm machen oder ein bisschen Bruchstein brauchen wir vielleicht. Ach, wir haben gar kein Eisen. Oh, wir brauchen Eisenbahn. Ach, vergiss es. Hast recht, hol die Blümchen. Wollen die Eisenbahnen ja auch. 6 Lehm, 4 Bruchstein. Und 2 Eisenbeschläge. Und 2 Beschläge, die können wir ja machen. Ja gut, okay. Mach mal 2 Eisenbeschläge. Ich meine, schon gut, wenn man das hier gleich einschmelzen kann. Auch. Zwei waren das. Ja. Gut. Wie viel Lehm und wie viel Bruchstein? Keine Ahnung. Ich nehme einfach allen Lehm und Bruchstein. Ja, pack mich doch hinterher wieder rein. Ich hab schon mal mitgenommen, rumgeschleppt durch die Gegend. Schmelz. So. Pack mal wieder rein. Der Bruchstein ist hier. Ja. Naja, und hier in der Umgebung sind es dann gleich auch Bruchstein und Lehm ist da, da wo das Holz ist auch gleich Lehm. Also ist ja. Erz haben wir, oder Eisenerz. Hast du ja genau gefunden. Oh. So, dann holen wir unsere kleinen Zutaten. Thank you.
Gut. Ja, dann kommen wir ja wieder nach Weißlauf, ne? Auch nach Weißlauf. Drachenknochen ablegen und wir wollen dann nämlich noch unsere Schmiedekünste jetzt wirklich auf 50 bringen, fehlen uns ja nur noch zwei kleine Levels da bei Schmieden. Und dann haben wir es auf 50 und dann werden wir uns nämlich eine Ork-Rüstung basteln. Mit 30, 40 Dolchen müssten wir das haben. Aber erstmal gehen wir jetzt und... Würde ich erstmal ein Zaubern erst gehen, mal. Oder? Erst gehen wir mal zaubern, ja. Genau. Ich wette, ihr könntet einen dieser fiesen alten Drachen töten. Es gibt sicher nicht... Ich weiß nicht, wie ihr das gemacht habt. Ach, naja, früher habe ich mich nachts rausgeschlichen und früher bin ich mit Mila auf das Dach der Drachenfeste geklettert. Aber sowas mache ich nicht mehr. Vater erwischt mich ständig und dann kriege ich immer Ärger. Ja, ich eigentlich müsste ich hier mehr Bescheid sagen können, aber... Bis zum nächsten Mal. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, hat er gerade gesagt. Ach so. Ja. Dann hat er schon... Die Göttlichen sind euch ja, du hast ihn unterbrochen. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Ja, und hast du ihn grob unterbrochen. Oh. Ich kann mir so oder jetzt noch sein Held bist. Was ist denn? Könnt ihr den Anblick einer starken Mordfrau nicht ertragen? Ja, ich liebe euch, wenn jemand sagt, ich liebe euch, ich liebe euch alle. Da muss man sehr misstrauisch werden. Wolfried, Kopf des großen Kampfgeborenen Clans. Ihr habt den Namen schon. Manchmal ganz schön was los hier. Mhm. Ein Kommen und Gehen bei der Drachenfeste. Ordentlich Betrieb. Schon wieder fliegt ja so ein Teller durch die Gegend. Schon wieder der Teller, der fliegt hier immer durch die Gegend. Das Einzige, was wir noch haben, ist hier das... auf die Novizenrobe der Veränderung. Veränderungszauber. Veränderungszauber und Magikarregeneration. Wie immer. Könnt immer zusammen dann. Ja. Gut. Gut. Dann können wir das andere alles verkaufen. Dann wären wir ja stickreich. Ja. Naja. Das halte ich eher für ein Gerücht. Ja, wir gehen mal gleich zu Eolund hoch. Da können wir mal gucken nach Eisenwaren. Ja. Und können wir irgendwas verkaufen erstmal. Also erstmal die Alten. Ich bin ein Nord wie jeder andere. Doch bin ich nicht dumm. Ich lebe nicht in der Vergangenheit. Brauchen wir Eisenwaren, damit wir andere Eisendolche machen. Sondern als Mensch. Als doch Mensch. Ihr wart einst ein Mensch. Ja, er wart einst. Und als Mensch. Hallo Eolund, freundlicher Herr. Ich habe eine Menge Stahl zu schmieden. Ja, preist die Götter. Preist die Götter. Okay, was hast du denn? Das haben wir erstmal. Nee, erstmal er. 19, boah ey. So viel haben wir ja gar nicht für ihn. Ja. Elfenrüstung der großen Illusion haben wir. Ja. Immerhin. Man, das ist ja alles noch... Es ist ja... Wir sind ja noch so... schlecht in der Redekunst. Ja, das war's. Nur noch schlecht. Ich einfach wissen, was ihr braucht. Ich Hallo? Stehe ganz zu eurer ja, Verfügung. Ja, da sind wir ja nun gerade eben ihr mal abgestürzt. Am besten erklärt euch Pepe mal, was da passiert ist. Willkommen in Belethors Gemischwarenladen. Nicht einfach herzlich hat willkommen. Raps den Dienst quittiert, weil die Festplatte voll war. Ja, genau, so was. Und wir haben zweimal abmoderiert, bevor wir draufgekommen sind. Also, aber ich wie auch immer, ihr habt ja nichts versäumt. Wir sind einfach nur von Eolund zu Belethor, haben hier verkauft und werden jetzt uns auch gleich verabschieden. Aber vorher wollte ich nur sagen, was wir demnächst dann machen. Wir werden erstmal offscreen
ablegen, in unserem Haus Riesenheim, alle die Sachen ablegen, die wir schon behalten wollen, aber nicht gerade brauchen. Und dann wollen wir noch schnell die beiden Schmiedelevel mit Schmieden erreichen, damit wir dann in der nächsten Folge die Ork-Rüstung basteln können. Okay, Leute. Ciao. Ich sehe schon, dass ihr ein wählerischer Kunde seid. Vielleicht